Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit Annette. Dieses Mal aus der wunderschönen Stadt Wolfsburg. Am 12. Mai ist Muttertag. Ich hoffe, ihr habt das auf dem Schirm. Und was wolltet ihr eurer Mutter endlich mal vor der Kamera sagen? Ich bin gespannt. Kommt mal mit. Am 12. Mai ist Muttertag. Welche Bedeutung hat der Muttertag für dich? Möchtest du deiner Mutter auch was sagen? Hallo Mama, ich liebe dich. Und an alle Mütter da draußen, ihr seid die besten Menschen, die man haben kann. Muttertag? Ich würde ihr sagen, dass ich sie liebe, ne? Naja, die hat uns ja in die Welt gesetzt, ne? Hat da schön was geleistet, uns gut erzogen. Und jeder, der noch eine Mutter hat, kann sich sehr glücklich schätzen. Also ich wohne sehr weit weg und ich bin gestern angekommen tatsächlich, unter anderem für den Muttertag auch und für den Geburtstag von meiner Mutter. Und die haben alles für uns geopfert, viel für uns gemacht, durchgefüttert, kann man mal Danke sagen, Strauß Blumen oder sowas, ne? Waren immer für uns an der Seite und ein sehr, sehr wichtiger Tag. Ich glaube, meine Mutter ist alles für mich, immer für mich da und wir lieben unsere Mütter. Ja. Meine Mutter war eine ganz liebe, die ist schon 40 Jahre tot. Das ist ein schöner Tag, ne? Kann man ja auch mal seiner Mutter was schenken. Und ich halte eigentlich von diesen ganzen Tagen, ob das jetzt hier ist, wie heißt Valentinstag oder so ein Kram, halte ich nichts von, weil wenn man zusammen lebt, lebt man das ganze Jahr zusammen und nicht nur an dem einen Tag, ne? Also bei mir ist jede Woche einmal Muttertag, ich hole dir Blumen. Also ist das nicht so besonders für mich. Ja, das Problem ist ja eben, dass diese Tage irgendwann mal ins Leben gerufen wurden. Aber die Wertschätzung der Mutter ist eben an diesem Tag wohl eine ganz besondere. Man sollte es jeden Tag eigentlich machen, denn man hat nur einmal im Leben eine Mutter. Und das ist schon eine Sache, die also auch nicht aussterben sollte. Das Problem ist, dass ich meine Mutter vor fast 2 Jahren beerdigt habe. Und ich finde, es sollte jeden Tag Muttertag sein. Aber auch Vatertag jeden Tag. Und Kindertag. Und Kindertag, ne? Ja, wie gesagt, so Vatertag, Muttertag oder diese Cannabis, das ist einfach alles nur für die Wirtschaft, denke ich. Dass es einen bestimmten Tag gibt, wo alle Leute ins Chaos of hier City Galerie laufen und alles kaufen. Genau wie Weihnachten und sowas. Kann man auch anders verbringen, ohne Geschenk und alles einfach mit der Familie sein. Und dafür braucht man keinen bestimmten Tag, finde ich. Ja, das ist auch alles Geldmacherei. Muttertag, man liebt seine Mutter immer und ab und zu kann man auch Blumen und so kaufen. Muttertag ist halt immer was Besonderes. Man denkt halt an die Person, die einen quasi in die Welt gesetzt hat. Ich möchte meiner Mama ein selbstgemaltes Bild auf einer riesengroßen Tafel schenken. Was würdest du denn an Mama am liebsten sagen am Muttertag? Alles Gute. Und meiner Mama würde ich persönlich sagen, dass ich sie sehr dolle liebe und dass ich froh bin, sie zu haben. Also ich finde, der Tag ist so besonders für mich, weil es ich meiner Mutti eine schöne Freude machen kann. Ich mache meiner Mutti natürlich auch zwischendurch immer meine schöne Freude, aber da nochmal besonders. Ich finde den Muttertag schön, weil ich auch sehr viel mit meiner Mutter unternehmen kann und sie sich freut, wenn ich ihr was schenke. Liebe Mutti, ich danke dir dafür, dass du einen so zauberhaften Mensch aus mir gemacht hast, mit all deiner Liebe und Energie, die du in die Erziehung reingesteckt hast. Und ich versuche dir das alles dann, wenn du selber hilfebedürftig bist, mit ganz viel Liebe zurückzugeben. Das ist einfach toll. Das war es heute wieder mit Unterwegs mit Annette. Heute zum Thema Muttertag. Denkt daran, am 12. Mai ist es wieder soweit. Meiner Meinung nach sollte man seine Mutter jeden Tag ehren und man kann einmal die Woche, mehrmals im Monat eine schöne Überraschung machen. Nicht nur am Muttertag, aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß beim Beschenken und bis zum nächsten Mal.